Damit deine Campuscard als Türöffner für ein Stadtteilauto funktioniert, musst du dich vor deiner allerersten Fahrt bei Stadtteilauto anmelden. Für Studierende der Uni oder Hochschule Osnabrück ist das kostenlos. Die einmalige Registrierung besteht aus 3 Schritten: Online-Registrierung bei Stadtteilauto, Check-in beim Asta und Online-Buchung eines Autos. Schritt 1. Die Online-Registrierung bei Stadtteilauto erledigst du über ein Formular auf der verschlüsselten Website. Hier gibst du deine Daten ein. Dazu zählen auch Angaben zum Führerschein und zu deiner Kontoverbindung. Den Nutzungsvertrag und die Einzugsermächtigung druckst du dann aus. Schritt 2. Jetzt musst du mit den unterschriebenen Unterlagen einmal den Asta der Uni oder der Hochschule besuchen. Ein Asta-Referent wird hier die in Schritt 1 von dir eingegebenen Daten überprüfen. Dafür braucht er deinen Ausweis und deinen Führerschein. Falls alles okay ist, bekommst du nun deine Kundennummer und deine PIN. Jo, danke schön. Schönen Tag noch. Innerhalb von 24 Stunden wird dein Account nun freigeschaltet. Eine Alternative zum Asta ist übrigens das Mobilitätszentrum der Stadtwerke am Osnabrücker Neumarkt. Hier kannst du Schritt 2 auch erledigen. Schritt 3. Deine erste Fahrt musst du im Voraus online buchen. Bei allen späteren Fahrten ist das nicht mehr nötig. Jetzt loggst du dich aber einmal im Online-Kundenbereich von Stadtteilauto ein. Das geht mit dem Smartphone genauso gut wie am PC. Hier kannst du dir nun ein Fahrzeug aussuchen und reservieren. Um dich komplett zu registrieren, musst du deine gerade gebuchte Fahrt nun auch antreten. Die erste Stunde ist für dich als neuen Nutzer kostenlos. Um das Auto zu öffnen, hältst du deine Campuscard einfach vor das Lesefeld an der Frontscheibe. Drinnen gibst du dann deine PIN in den Bordcomputer ein und ab geht's.